Hallo liebe Freunde von Sag mal TV, ich bin Erik und wieder in Berlin, hier bei einer wunderbaren Synchronsprecherin, das ist die Anja Stadlober. Hallo. Hi. Hi. Freut mich, dass du da bist und ein bisschen mitmachst. Ja. Wie bist du denn zum Synchron gekommen? Als Kind durch ein Kindercasting zusammen mit meinem Bruder. Ja, und dann haben wir so langsam angefangen und offensichtlich haben wir mehr oder weniger überzeugt und durften weitermachen. Was war denn deine erste Rolle? Weißt du das noch? Nee, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass das Erste, woran ich mich richtig erinnern kann, ist Flintstones, der Film gewesen. Da war ich aber, glaube ich, auch nur so ein bisschen in der Kindermenge. Ja, und nee, aber so richtig, was das Erste war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich habe dich ja als Erstes in Erinnerung gehabt von Spinelli aus Disneys Große Pause. Ja. Da kenne ich dich vor allem her. Ja. Wie war das? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Es war super, weil ich hatte halt als Kind schon eine relativ tiefe Stimme und ich durfte mich da so richtig ausleben und es hat tierisch Spaß gemacht mit den anderen zusammen. Wir waren dann oft auch mehrere Leute, was ja heute nicht mehr so üblich ist, aber zu dritt oder viert im Studio. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn so Kinder zu viert im Studio sind, haben die einen Heidenspaß und ich glaube alle anderen nicht unbedingt. Okay. Welchen Charakter hast du denn am liebsten synchronisiert? Im Laufe meines Lebens? Oh Mann. Denk an der Schauspielerin, von der du begeistert bist. Ja, ich mag Emma Stone total gerne und Mila Kunis. Und aktuell habe ich in Adventure Time so eine lustige, ich glaube, sie ist Vampirin oder so. Die finde ich auch sehr lustig, weil ich da so ein bisschen zwei Charaktere, wenn die sich verwandelt, darf ich halt so ganz tief vor mich hin fluchen. Das finde ich ganz cool. Du hast ja neben Schauspielerinnen auch viele Figuren in Anime-Serien gesprochen. Ja. Was gefällt dir denn mehr oder ist es schwieriger? Also früher fand ich es leichter, weil ich es auch sehr viel gemacht habe. Mittlerweile mache ich es nicht mehr so oft und ich merke, dass es mir ein bisschen schwerer fällt mittlerweile, weil einfach die Gesichtsregungen des realen Schauspielers fehlen. Also meistens kann man beim realen Schauspieler vorher sehen, wann er anfangen wird zu sprechen, indem er irgendwas schon mal bewegt. Ja. Und das ist bei Anime fällt das weg. Da geht einfach irgendwann der Mund auf. Und wenn man das nicht mehr gewohnt ist, ist man kurz immer verwirrt und verpasst sehr gerne mal den Einsatz. Also ich zumindest. Wie sehr kannst du dich denn mit deinen Charakteren, die du synchronisierst, identifizieren? Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also manchmal passt es einfach wie Faust aufs Auge und man sagt, ja, oh, da kann ich wirklich ich sein. Da muss ich gar nicht viel machen, weil das mir irgendwie entspricht. Und dann gibt es wieder andere Sachen, wo man sich denkt, ich verstehe das einfach nicht. Was passiert da gerade? Was soll ich da spielen? Also was gibt sie mir vor? Und ja, also manchmal kann man sich sehr gut identifizieren, manchmal nicht so. Manchmal nicht. Okay. Wie gesagt, du bist in vielen Anime-Serien zu hören. Wie sehr interessierst du dich für Anime? Gar nicht. Es tut mir leid. Ja, okay. Ist ja legitim. Aber du bist ja auch die Kasua aus Detektiv Conan. Ja. Ja? Aber daran erinnerst du dich schon ein bisschen. Ja, dunkel. Okay. Wie gefällt dir der Charakter? Kannst du da was für erzählen? Oder? Leider nicht. Gut, lass mir das so. Wie muss man sich das denn als Außenstehender vorstellen? Haben die Synchronsprecher alles, was sie synchronisiert haben, zu Hause auf DVD? Nein, auf keinen Fall. Also ich habe, glaube ich, gar nichts zu Hause. Gar nichts? Nee. Echt nicht? Nee, also ich habe manchmal, wenn ich die Filme vorher geschickt kriege, um sie mir anzugucken, dann habe ich das Original zu Hause. Ja. Davon habe ich vielleicht, weiß ich nicht, es passiert nicht oft. Normalerweise muss man in die Firma gehen und es dort gucken, weil es ja im Tresor ist. Ganz selten kriegt man es halt mal geschickt. Dann hat man, ich habe vielleicht 5 Filme zu Hause, aber halt nichts, was ich selber dann synchronisiert habe. Mein Vater hat das alles. So. Also nicht alles, Gott bewahre, nicht alles. Aber er hat ein paar Sachen, aber ich persönlich gar nichts. Guckst du dir denn deine Sachen auch an, wo du synchronisiert hast? Mal ins Kino gegangen oder so? Ja, also es ist jetzt nicht so besonders häufig, aber wenn ein Film besonders interessiert hat oder eine Rolle einem besonders gut gefallen hat oder auch wenn halt ein toller Film und man will wissen, wie das dann das Gesamtpaket geworden ist, dann geht man schon mal, also ich gehe dann schon mal ins Kino, aber da ich eh nicht so oft ins Kino gehe, gehe ich auch da eher selten. Also du machst lieber Filme, als dass du... man hat halt so wenig Zeit. Okay, gut, das ist auch noch eine Geschichte. Synchronisierst du heute noch? Und wenn ja, was sind deine aktuellen Projekte? Ja, ich komme gerade aus dem Studio und habe gerade Vampire Diaries gemacht. Da bin ich eine Frau, die immer wieder aus dem Jenseits auftaucht oder so. Ich verstehe es nicht ganz. Und ich werde jetzt noch ein paar Reparaturen an einem Hörbuch machen. Ja, und dann muss ich leider zum Zahnarzt und mein Tag hat damit dann ein Ende. Ja, schön. Bist du noch mit anderen Synchronsprechern in Kontakt?
Ja, naja, zwangsläufig, die laufen ja hier alle permanent einem über die Füße ja. Und man muss zwangsläufig mit ihnen sprechen. Nein, nein, wir haben uns natürlich alle eigentlich sehr lieb und ja, ich habe ziemlich viel Kontakt zu den anderen, auch zum Teil privat. Ja, manche mag ich gern. Gibt es einen Sprecher, von dem du total begeistert bist? Oder Sprecherin vielmehr? Sowohl als auch. Oh, das finde ich jetzt immer ein bisschen fies, ne? Weil man möchte jetzt keinen besonders ja. hervorheben, weil dann andere, vielleicht vergisst man welche, die man eigentlich auch gerne noch nennen würde. Das finde ich ein bisschen okay, gemein. Okay, alles klar, dann lassen wir das weg. Was machst du denn, wenn du dich nicht in einem Synchronstudio aufhältst? Dann bin ich zu Hause. Nein, ich habe jetzt keine klassischen Hobbys oder so. Ich studiere noch nebenbei und kümmere mich da auch ein bisschen drum. Und ansonsten lese ich ganz gerne. Es ist jetzt so ein bisschen langweiliges Hobby. Ja, und was man halt so macht, ne? Mit Freunden rumlaufen, segeln gehen oder in den Park oder ja. Was man halt so macht den ganzen Tag. Wirst du von fremden Leuten an deiner Stimme erkannt? Und wenn ja, wen erkennen die dann? Tatsächlich gibt es Leute, die sowas hinkriegen. Ja. Mir ist es ein absolutes Rätsel, wie man jemanden im Supermarkt, wenn er sagt, stimmt so, irgendwie an seiner Stimme erkennen kann. Aber ja. Es passiert tatsächlich manchmal und meistens geht es um Mila Kunis bei mir. Ja. Dann, oder Emma Stone. Ja, aber es passiert. Ich finde es erstaunlich. Nicht schlecht. Welche Situation war denn für dich im Synchronstudio die größte Herausforderung? Oh, alles, was mit Singen zu tun hat. Ich kann leider gar nicht singen. Ich bin absolut amusikalisch. Oh, okay. Aber musst du schon viel singen, oder wie? Zum Glück nicht viel, aber es kommt schon manchmal vor. Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin da einfach völlig fehlbesetzt, wenn sowas passiert. Ich kann es leider überhaupt gar nicht. Weder Rhythmusgefühl noch Töne treffen. Es ist alles nicht gegeben. Eine Qual. Für alle Beteiligten. Vor allem für die Tonmeister. Oh. Die tun mir leid. So schlimm? Ja. Du hast zwar gesagt, du kannst dich nicht so gut an Kasu erinnern, aber könntest du uns vielleicht etwas vormachen? Nein. Also stell dir vor, Heiji Hattori kommt wieder zu spät zu einer Verabredung und du regst dich über ihn auf. Ich muss jetzt leider gestehen, dass das letzte Mal, dass ich diese Rolle gesprochen habe, bestimmt schon 2 Jahre her ist und ich wirklich so gut kommt wie hin. Gar keine Erinnerung habe. Echt nicht? Nee, tut mir leid. Gibt es sonst jemanden, einen Charakter, wo du was vormachen könntest? Naja, das Ding ist ja auch, Synchronsprecher können ja nichts vormachen, weil ich rede ja, wie ich rede. Tatsächlich, ja, auch gut. Meistens privat. Also ich habe jetzt keine andere Stimme mit, die ich jetzt privat verwende und eine, die ich im Studio verwende. Und ich bin ja Synchronsprecher. Ich kopiere ja im Grunde das Original. Und wenn das nicht gegeben ist, gibt es eigentlich nichts, was ich... Also brauchst ein Bild sozusagen, oder? Naja, es ist einfach, die Intonation ist ja von Schauspieler zu Schauspieler verschieden und man orientiert sich dran und... Ja, ja, okay. Haben wir jetzt nicht, ne? Außer du machst mir was vor und dann machst du... Wollen wir das machen? Wir können es versuchen, ich weiß nicht, was passiert. Ja, wie gesagt, bleiben wir bei Kasuan. Wenn, ja. Wie gesagt, Heiji kommt zu spät. Ja, Heiji. Aber du spielst jetzt die Szene vor und ich spiele sie nach. Also ich synchronisiere dich. Also du bist Kasua und ich synchronisiere dich. Quasi, verstehst du? Also das heißt, du willst den Text machen und ich soll nur Lippenbewegung machen oder soll ich den Text sprechen und du willst ihn nachsprechen? Du sprichst ihn vor, ich spreche nach. Okay, es muss mir natürlich auch was einfallen. Siehst du es gar nicht so leicht? Ja, eben. Aber ich synchronisiere nicht so viel. Eigentlich gar nicht. Hey G, wie spät ist es gerade? Hey G, wie spät ist es gerade? Lustig, da kriegt man gleich so einen Synchronton drauf. Stimmt. Ganz schlecht. Das lassen wir lieber. Na schön. Okay. Zum Schluss darfst du deinen Fans, deinen Synchronfans, Anime-Fans, wen auch immer, noch ein paar Grüße mitgeben. Liebe Grüße! Ich finde das toll, dass ihr euch so reinhängt. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde euch alle toll. Das ist doch mal eine Ansage. Big love. Okay. Ich danke dir sehr für das Interview. Sehr gerne. Viel Spaß noch heute. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.